Hallo und herzlich willkommen hier bei Coaster World Freizeitpark Channel und zu einem neuen Vlog, heute aus dem Toverland. Wir stehen jetzt gerade noch davor und gehen jetzt gleich rein. Es ist wunderschönes Wetter. Also die Sonne scheint, es ist mega warm, es sollen auch später so um die 20 Grad werden. Noch ist der Pulli an, aber ich denke mal, der ist später ganz schnell aus. Und ja, wir machen uns heute einfach einen schönen Tag im Toverland und nehmen euch einfach mal mit. So, wir haben jetzt hier unser Ticket mit 20% Phantasialand. Und ja, dann gehen wir jetzt mal rein. Danke. Guten Morgen. Hallo. So, und dann sind wir auch schon drin und stehen direkt in Port Laguna, dem neuen Themenbereich. Da fahren gerade die Booster Bikes. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal. Da war gerade der Basti. Ja, da steht schon Tschüss, aber Tschüss haben wir erst später. Und wir gucken dann jetzt einfach mal, was wir machen. Da hinten ist Phoenix. Und dann schauen wir einfach mal. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach schon mal so ein bisschen Port Laguna. Vorne im Port Laguna und ich sitze hier gerade auf so einer Schildkröte, ich weiß nicht, ob man sieht, ja doch, man sieht, auf der man so rumwippen kann und hier ist so ein kleiner Wasserspielplatz, wo es auch die ganze Zeit da schon Plopsa rausmacht, ich weiß nicht, ob man sieht, aber Moment, da hinten hat es gerade, ist auf jeden Fall total schön gemacht. Also man kann sich da wohl auch reinstellen und ich denke mal an dem Steuerrad da drehen, aber ja, mit meinen Schuhen mache ich das jetzt definitiv nicht. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen auf der Schildkröte sitzen, weil wir noch auf die anderen warten. Der Thorsten ist auch noch dabei und ja, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen auf meiner Schildkröte sitzen, genieße das Wetter, guck vielleicht mal, ob Phoenix gerade fährt und dann schauen wir einfach mal, was der Tag heute so bringt. Wir müssen jetzt hier erstmal so durch das Wasser. Es sieht so schön aus. Das Wasser ist auch so geil und ja, ich hoffe jetzt, dass ich da nicht irgendwie reinfall oder abrutsch. Ja, vor allem, oh, Alter. So, okay, wir haben es geschafft. Ich finde das übrigens ein bisschen sehr gefährlich, aber es ist authentisch. Was möchten Sie? Es ist authentisch, aber ich finde es ziemlich gefährlich. Aber okay, ich glaube, der erste Weg geht gerade zu Phoenix, weil das alle irgendwie schon so ansteuern. Das heißt, ich denke, wir fahren als allererstes jetzt erstmal Phoenix. Dieses wunderschöne blaue, ich nenne es mal Stahlgerippe. Also es ist wirklich sehr schön. Und ja, dann sind wir echt mal gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Und ich muss sagen, also Port Laguna ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ist ja auch noch nicht so alt. Wurde ja letztes Jahr, glaube ich, eröffnet. Und ja, da sieht man schon Phoenix. Und da geht es jetzt auch als allererstes, denke ich mal, hin. Der Thorsten rennt da vorne schon vor. Und ja, dann gehen wir jetzt wohl zu Phoenix und melden uns dann einfach nochmal. So, wir sind jetzt hier bei Phoenix angekommen, da drüben. Und ja, laufen dann jetzt mal zum Anstellbereich und schauen mal, weil es gibt wohl einen neu thematisierten Dark Ride Part am Anfang. Und da gucken wir jetzt mal und schauen mal, was man davon genau sieht und werden euch dann auf jeden Fall berichten und erzählen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Jungs wollen über die Hängebrücke. Moment. Ja, genau. Hängebrücke. Wo wir jetzt. Oh Gott! Mike! Das schwammbild ein bisschen sehr. Ja, da ist wahrscheinlich nass. Da hat es ein bisschen sehr viel Plopser gemacht. Hör mal auf da hin, ey! Ich hab's Handy in der Hand. Mike, lauf! Oh Gott! Leute! Hilfe!
So, ja, Hängebrücke haben wir geschafft. Weiter geht's. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir gucken jetzt mal nach dem neuen Dark Red Part. Wir gucken auch mal, ob wir euch das aufnehmen können mit der GoPro, ob man da irgendwas sieht. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ja, und hier ist überall Phoenix und Port Laguna. Es ist wirklich schön. Da auf dem See fahren schon die Boote von Merlins Quest. Und ja, dann gucken wir einfach mal weiter und fahren jetzt erstmal eine Runde Phoenix. Wir kommen jetzt gerade aus Phoenix. Der Thorsten ist da auch. Hallo. Ja, also ich muss sagen, der Dark Ride Part ist, ja, was heißt, echt gut geworden. Aber die Figuren nehmen an der Seite. Also man sieht es während der Fahrt doch ganz gut. Auf dem Onride denke ich mal, dass man es erkennt. Dementsprechend werden wir euch das einblenden oder ihr habt es vielleicht sogar schon gesehen. Ja, genau. Also was ich zum Beispiel super cool finde, die Figuren sprechen Englisch. Von wegen There's No Escape, was ich mega gut finde, weil dann versteht man auch mal was. Weil ich finde halt auch immer, dass es ziemlich gut ist, wenn die Figuren Englisch sprechen, weil man halt einfach mehr versteht. Weil ich persönlich verstehe das Holländische leider nicht. Dementsprechend finde ich es immer super cool, wenn die Animatronics und die Figuren auch Englisch sprechen. Und ja, oben kurz vor der Ausfahrt ist noch ein großer Drache, was ich persönlich auch mega cool finde. Und ja, ich weiß nicht, was sagt denn der Thorsten zu dem neuen Dark Red Part? Ja, ich finde es eigentlich relativ schön. Ich hoffe, dass dann auch ein bisschen was kommt. Jo. Also findest du es ein bisschen zu wenig? Ich denke, was dann noch kommt. Also ich denke mal, dass noch nicht alles war. Ja, genau. So, dann machen wir jetzt kurz Pipi-Pause und gehen dann wahrscheinlich zum Merlin's Quest. Wahrscheinlich. Oder? Ja. Und dann melden wir uns da einfach nochmal. So, wir fahren jetzt eine Runde Merlins Quest und ich weiß nicht, wir haben irgendwie so leichte Schieflage. Wir winken so, da sind unsere anderen Menschen aus der Truppe, die noch mit uns unterwegs sind. Und ja, wir gucken jetzt mal und fahren mal eine Runde Merlins Quest. Wir haben so Schieflage. Wir haben so leichte Schieflage, wa? So, ja, wir fahren jetzt erstmal und ich melde mich dann nochmal im Dark Ride Part. Und da schwimmen Entchen. Gott, ist das süß. Und hier ist Phoenix, ja. Und dann sehen wir uns gleich im Dark Ride Part. Tina, Luz, Tina, Luz, Nuvu, Luz,
verfüllt. Mhm. Fix wie Venus, wie Sardus. Renegade zu Zellnamen, auf wie oben, vor der Mensch. Bei Inschen Brasten. Du schaust, dass sie es ist. Wir kommen jetzt gerade aus Merlins Quest. Oh, und laufen hier gerade über irgendeinen Waldweg. Und gehen jetzt mal Richtung Booster Bikes, weil da in dem Shop gibt es wohl auch Sonnenbrillen. Und es ist irgendwie mega hell, ich sehe kaum was. Und wir laufen hier schon wieder über so eine wunderschöne Brücke. Und da ist ein Hüpfkissen. Das ist voll toll. Und ja, es weht gerade ein bisschen Wind. Aber ja, wie gesagt, wir laufen jetzt zu den Booster Bikes. Und fahren dann auch wohl eine Runde Boosterbikes. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Boosterbikes gesagt habe, aber ist ja auch egal. Und ich drehe euch gerade mal die Kamera, weil da so wunderschöne Fontänen sind. Sieht einfach so mega toll aus hier alles. Und jetzt müssen wir hier wieder so halb durchs Wasser. Ja, ohne dass ich da reintrete. So. So. Und ja. Es ist voll schön. Da hinten ist noch der große Wasserfall, da fährt das Rafting. Es ist einfach so schön. Wo müssen wir da jetzt auch durch? Ich glaube, wir müssen da auch durch. Komm, wir gehen da auch durch. Da rennen gerade die kleinen Kinder rum. Ich renne da jetzt auch durch. Und werde hoffentlich nicht allzu nass. Oh, jetzt ist es hier gerade aus. Und ja. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen feucht geworden, ja. Oh, jetzt hat es wieder aufgehört. Ja, sehr schön. Also, ja, wir gehen jetzt, ich glaube, darüber. Ja, darüber. Weil da sind die Boosterbikes, aber ich glaube, da hinten ist der Eingang, oder? Wir müssen darum, oder? Weil da hinten ist der Eingang, oder? Da, und da gibt es Sonnenbrillen, das heißt, ich gönne mir jetzt erstmal eine Sonnenbrille. Und dann fahren wir eine Runde Boosterbikes. Jetzt gerade da hinten die Boosterbikes gefahren und werden jetzt aufs Rafting gehen. Bei dem Wetter, ich mit meiner Erkältung, Rafting, super Idee. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts, würde ich sagen. Deshalb fahren wir jetzt eine Runde Rafting und melden uns dann einfach nochmal. So, wir gehen jetzt hier ins Danger River, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und es ist so süß, es ist so schön thematisiert. Mit diesen, ich weiß nicht, sind es Wichtel, sind es Trolle? Sagt es uns. Ich weiß es nicht. Aber es ist so total schön mit diesem Brunnen und dem Nebel. Da diesem Wichtel-Elf. Oder wie auch immer man es nennen möchte.
Ja, da ist auch so ein... Der schnarcht da so ein bisschen vor sich hin. Vorne sind der Thorsten und der Mike. Die fahren auch mit. Oh, hier sind sogar so Fußabdrücke. Ist ja voll cool. Da oben über die Brücke sind wir gerade gelaufen. Und jetzt laufen wir mal zum Eingang. Oh, da stehen ein paar Menschen. Aber ich glaube, es geht noch. Das geht, ja. Ja. So. Ich würde mal sagen, alles gut geklappt, ich bin nicht nass. Ich hatte auch zum Glück hier so meine Tasche auf mir. Ja, und dementsprechend ist alles gut. Der Mike hat vielleicht nur so ein paar nasse Schuhe und ein bisschen nasse Hosenbeine. Ich glaube, Thorsten geht es auch ganz gut, oder? Ist Thorsten ja. Ist okay. Ja, also dieses Mal gut. Weil sonst habe ich ja immer das Glück, dass ich bei Raftings komischerweise immer nass werde. Egal welches Rafting, Kleinlandsandra ist immer nass. Aber dieses Mal hat es gut geklappt, nur so ein paar Tropfen auf der Hose. Ich glaube, wir gehen dann jetzt gleich essen und dann gucken wir einfach mal und dann melden wir uns wieder bei euch. So, wir sind jetzt in der Halle und holen uns jetzt hier drinnen was zum Essen. Ich muss erstmal hier gucken, dass hier... So. Und ja, gehen jetzt hier was essen und dann gucken wir mal weiter, was wir noch so machen. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Essen. So, wir haben jetzt gerade Pizza gegessen. Da steht noch so mein Rest und da ist Thorsten. Der Mike ist da hinten und bringt gerade schon die anderen Pizzen weg. Ja, also die Pizzen sind okay, kann man essen, ist halt so Standard und vielleicht ein bisschen teuer, aber ja, kennen wir ja nicht anders aus Parks. Aber dann gehen wir jetzt mal zum Maximus Blitzbahn und gucken mal, wie viel da los ist und würden dann eine Runde Maximus Blitzbahn fahren. So Leute, also die Maximus Blitzbahn, da ist der Eingang, hat leider 35 Minuten, haben wir gesagt, da stellen wir uns jetzt nicht an. Aber, Moment, wir laufen jetzt einmal durch die Villa Fiasco und nehmen euch da einfach mal mit rein. Ist ein Funhaus, finde ich persönlich, ist mega schön gemacht.
Und da laufen wir jetzt einfach mal durch. Und meine Stimme ist so langsam, ja, aber sicher fast weg. Einmal Drehkreuz. Oh, oh, oh. Ah! Oh Gott! Oh, Laufband. Laufen, 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 laufen. Laufen, laufen. Der Thorsten. Thorsten läuft rückwärts. Ich habe so das Gefühl, ich komme nicht vom Fleck. Sind hier ein bisschen am Tanzen. Oh Gott. Pass ich da durch? Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Wir probieren es. Nee, geht dann. Ja doch, wobei kannst du machen? Oh Gott, Alter. Ich komm nicht weit. Aber so gerade eben, ne? Ja, ja. Ja, nein. Ich mag absolut kein Strobo und gehe da deshalb nicht durch. Und außerdem sind diese Treppen da mega doof. Und dieses Strobo mag ich überhaupt nicht. Passiert da irgendwas? Oh, das. Oh, geil! Fängt das an, sich zu drehen? Nee, das Ding ist leider aus. Au! Bin da gerade ja, mit meinem Schuh hängen geblieben. Und der Mike drückt von hinten. No. Oh Gott! Hau ab. Und ab ins Loch. Oh, hier, diese Dinger sind mega cool. Die schwummeln so schön. Ich stand nur erstmal. Ja, da ist gerade schon jemand. Oh Gott! Das ist echt schwer, so mit einer Hand sich da festzuhalten. Nee, lieber nicht. Ich komme da doch niemals runter. Oh Gott! Ich habe ein bisschen Angst, hinzufallen. Okay, hat geklappt. So, dann quetschen wir uns hier auch einmal durch. Wir sind auch nochmal so. Jetzt die Entscheidung, nehmen wir das Fließband oder nehmen wir die Rutsche? Ich glaube, ich nehme die Rutsche. Woohoo. Oh Gott. Der Mike nimmt auch die Rutsche und der Thorsten nimmt das Fließband. So, hier ist jetzt noch so eine Drehscheibe, auf der ich fast hinfalle. Und hier geht es auch schon wieder raus. Das war die Villa Volta. Ich weiß jetzt nicht, wo die Jungs sind, aber die drehen wahrscheinlich gerade noch eine Runde. Ja. Und dann, was machen wir jetzt? Bötchen fahren. Bötchen fahren? Was für Bötchen fahren? Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die Schlauchboote im Wasser. Jetzt laufen wir hier einmal durch diese. Da kommt aber eine Spinne runter, oh mein Gott. Boah, ist ja eklig. Ja, laufen wir einmal durch diesen. Das ist neu hier, oder? Gang durch? Nein. Nicht? Nein. Okay, ich bin nochmal außen. Und ja, gehen jetzt zu den Booten. Wenn da nicht so viel los ist. Dann
fahren wir eine Runde Bötchen. Und da ist noch, ich weiß nicht, wie das mittlerweile heißt. Früher war es der Boomerang. Jetzt hat es, glaube ich, einen anderen Namen. Und ja, genau. Aber gehen jetzt mal zu den Wasserbooten, die auch eigentlich da schon sind. Aber ich glaube, es ist nicht viel los. Das heißt, wir können sogar eine Runde fahren. Ich komme hier doch nie wieder raus, ey. Schaffst du es? Nee. Helf mal. Danke. So, wir sind dann jetzt diese Boote gefahren. Haben euch davon aber ein On-Ride gemacht. Ich bin da so ein bisschen drauf am Rumschreien, aber egal, ne? Und wir gehen jetzt wieder raus. Es ist so mega hell. Da hinten ist Troy und Mike macht da gerade eins auf kleines Kind und geht da erstmal auf diese Seilbahn drauf. Sehr interessant. Mike, machst du ganz toll. Irgendwie war das auch mal einfacher. Soll ich auch? Ich will auch. Ja, komm. Ich will auch. Ich will auch. Tati, nimmst du meine Tasche? Ja. Beziehungsweise schmeiß ich erst. Ich auch. Warte, ich flieg da jetzt runter. Oh. So, ja, diese wunderschöne Seilbahn da. Hat bei mir nicht ganz so gut geklappt. Ich hatte wohl ein bisschen zu wenig Schwung. Wir gehen jetzt zu Troy und fahren dann eine Runde Troy. Und ja, ich muss euch gerade mal noch was zeigen. Und zwar ist hier der wunderschöne Klettergarten, der heute zu hat. Was auch ganz gut ist, weil ich ja eigentlich Höhenangst habe. Und das letzte Mal, als wir im Sommer hier waren, ja, so bis über die Seile habe ich geschafft. Beziehungsweise da stand ich und hatte schon die megaste Panik. Dann habe ich es noch weiter geschafft. Und da vorne in diesem wunderschönen Netz bin ich dann hängen geblieben und wurde dann von da aus abgeseilt. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber okay. Da ist noch die Wasserbahn und der Tor. Hallo. Hallo. Und da fährt gerade Troy hoch. Und ist auch schon wieder weg. Und ja, wir laufen jetzt zu Troy. Und wie gesagt, fahren dann eine Runde Troy. Ganz viel. Und zwar braucht ihr eine 5-Cent-Münze und 1 Euro, die ihr hier reintut. Moment, ich muss nur erstmal, da kann man dann auswählen, welches Motiv man haben möchte. Wir nehmen jetzt hier einmal Troy. Da gibt es auch noch drei verschiedene. Und dann tut man hier oben das 5-Cent-Stück rein und den Euro. Oder schiebt das einmal hier rein. Dann kann man hier kurbeln. Jetzt müsste es eigentlich gleich schwerer gehen, ja. So, und dann kommt hier unten die geprägte 5-Cent-Münze raus. Und dann hat man
ein kleines Andenken an das Hoverland. Oder mittlerweile gibt es das auch in ganz vielen anderen Parks in einer 5-Cent-Münze. Wir sind jetzt gerade noch Troy gefahren, da hinten. Ich weiß gerade nicht, wo, da. Kommt sie gerade nochmal. Wir waren jetzt auch noch eine Runde auf Troy und verabschieden uns für heute dann noch schon. Meine Stimme geht auch so langsam dem Ende zu und wir werden dann jetzt den Park verlassen. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß beim Anschauen. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Folgt uns auf Instagram und Facebook unter Coaster World Freizeitpark Channel. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video.